Und die zweite Challenge dieses Videos wird sein, in der Schweiz einen Tag lang nicht geblitzt zu werden. Du musst ein bisschen was mit deinem T-Shirt machen, sonst sieht es aus, als hättest du richtige Männertitten. Ich habe ja auch Männertitten. Servus Leute, was geht eigentlich? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Und ich befinde mich mal wieder im Auto, denn es geht in den Urlaub nach Italien mit meiner Freundin Annabelle. Willst du dich nicht zeigen? Peace. Genau, und da habe ich mir überlegt, da wir uns jetzt circa 24 Stunden auf der Autobahn befinden, mache ich doch einfach ein Video, wie ich mich 24 Stunden nur auf der Autobahn ernähre. Heißt, ich esse 24 Stunden auf der Autobahn, im Auto oder an der Autobahn, genau, in vielleicht auch in einem Restaurant, man weiß es nicht. Da nehme ich euch jetzt die ganze Zeit mit, bis wir in Italien sind. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Bis wir in Italien sind. Und ja, Leute, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mir auf jeden Fall jetzt schon mal eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Folgt mir noch auf Instagram. Genug mit der Eigenwerbung. Es geht los. Und dann sieht man sich bei der ersten Raststätte, wo wir dann was konsumieren werden. Genau. Let's go. So Leute, wir sind jetzt circa eine Stunde unterwegs, circa 80 Kilometer zurückgelegt, brauchen noch so 150 Kilometer, dass wir beim Bodensee sind. Und wir werden jetzt schon unsere ersten Rast machen und etwas Frozen essen. So, wir kamen gestern auf die Idee, Maultaschen zu kaufen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, die so zu essen, aber es ist echt wirklich lecker. Und Annabelle hat sich vegane Maultaschen rausgelassen. Ja, die werden wir jetzt essen. So sieht das Ganze aus. Oh nein! 3-Sekunden-Regel. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine richtig, richtig geile Idee gewesen. Also sie sind wirklich richtig lecker und gut zu mitnehmen. Als Beilage gibt es hier so einen Dinkel-Twister, den habe ich auch schon mal gegessen. Und weiter gegessen wird im Stau, denn es war irgendein Unfall. Da ist ja dann egal, dann haben wir lieber die Zeit sinnvoll genutzt und im Auto weiter gegessen. Leute, wir stehen jetzt einfach schon 10, 15 Minuten gefühlt an derselben Stelle im Tunnel und es geht einfach nicht voran. Also es muss schon irgendein krasser Unfall passiert sein. Die Leute laufen auch schon auf der Straße rum. Sind jetzt ihren Autos raus. Es gibt noch einen kleinen Stausnack und zwar hier ein Corny Nuss Nougat. Natürlich free, damit es weniger Zucker hat und es fokussiert nicht. Und Annabelle isst gerade getrocknete Mango. Und ich klaue mir eins. So Leute, wir sind jetzt ca. 250 weitere Kilometer Richtung Süden gefahren und sind jetzt am Zugersee angekommen, in der Schweiz schon. Wir haben schon die Schweizer Grenze überquert, uns die Autobahnvignette geholt für über 40 Euro diesmal. Ist echt übertrieben, ohne Spaß. Und wir haben schon einen Tisch bestellt in der Pizzeria Bacco, wo wir jetzt gleich wieder Pizza essen werden. Pizza im Teigmantel, da freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf. Hier ist ja auch wieder ein recht nicer Ort, um Drohne zu fliegen. Deswegen lasse ich hier jetzt noch ein bisschen die Drohne starten. Und dann würde ich sagen, sieht man sich auch schon direkt in der Pizzeria. Ich habe echt schon Hunger, muss ich sagen. Ist jetzt zwar nicht direkt auf der Autobahn, aber ich habe ja gesagt, so an der Autobahn dran. Und das muss man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man hier mal ist. Pich, pich. Thank you.
Wir liegen hier jetzt einfach mal auf der Straße. Und wir waren gerade Pizza essen. Es war extrem lecker mal wieder. Also es lohnt sich jedes Jahr dort Pizza bzw. Spaghetti im Teigmantel zu essen. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt anhand der cinematischen Aufnahmen zeigen, wie krass das ist. Und euch motivieren, auch in die Schweiz zu fahren. Auch in die Schweiz zu fahren und es mal auszutesten, denn es ist einfach nur legendär. Ist zwar ein bisschen teuer, hat jetzt glaube ich, das Spaghetti Bacco kostet 24,50 oder so und das rechnen die dann 1:1 in Euro rum. Aber mega, mega gut. Nice. Weißt du, wie das Licht angeht? So Leute, und jetzt geht's auch schon weiter an den Luganer See, wo wir dann übernachten werden. Vielleicht gehen wir wieder ein bisschen nach Lugano rein, wer weiß. Wenn jemand zählen kann, wie oft ich in diesem Video mit meinen zwei Fingern da reingehe, wer die richtige Antwort hat, der kriegt nachher irgendwas, was du verlosen. Deine linke Socke oder so. Eine Socke? Mhm. Ja, was wollen denn die Zuschauer mit einer Socke? Eine Unterhose. Unterhose. Ja, deine pinke. Ich habe keine pinke Unterhose. Nein. Spaß beiseite, wir netzen jetzt weiter. Doch, er verlost irgendwas. So, ich habe mir hier jetzt gerade noch an der Tanke einen Kaffee geholt, weil das war auf jeden Fall nötig zur Verdauung, weil ich echt extrem viel gegessen habe. Und der Kaffee hat mich echt arm gemacht. Und dann bin ich auch noch so blöd und zahle mit einem 10-Euro-Schein. Und jetzt habe ich Schweizer Franken zurückbekommen. Egal, was macht man nicht alles für Dummheiten. Und die zweite Challenge dieses Videos wird sein, in der Schweiz einen Tag lang nicht geblitzt zu werden. Denn jedes Mal, wo ich bis jetzt in die Schweiz gefahren bin, wurde ich einfach jedes Mal geblitzt. Was in der Schweiz bekanntlicherweise nicht ganz so billig ist. Unter 80 Euro bist du da nie dabei, egal wie hoch du geblitzt wirst, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Aber wir werden es probieren, diesmal nicht geblitzt zu werden. Guten Morgen, Leute, wir sind jetzt ca. weitere 200 Kilometer weitergefahren zum Luganersee und sind letztendlich auch angekommen und haben jetzt auch schon ca. 6 Stunden hier im Auto übernachtet. Hat besser funktioniert als gedacht, weil wir haben uns hier eine Matratze reingelegt. So, und wir sind auch schon vorne am See angekommen und treten jetzt ein kleines Frühstück an. Und zwar haben wir uns ein paar Dinge mitgenommen. Ich habe mir hier einmal eine Banane und Brötchen mitgenommen, um dann ein Bananenbrötchen zu machen. Dann haben wir hier noch einen kalten Kaffee, weil wir keine Möglichkeit hatten, den irgendwie warm zu machen. Dann habe ich hier noch zwei weitere Brötchen, veganes Nutella. Und das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Let's go! Als ein morgendliches Schwimmtraining im Luganer See. Wir sind fertig mit Essen, Schwimmen, Drohne fliegen und allem, was wir sonst noch so gemacht haben. Und wir werden jetzt die Reise antreten. Wir haben noch 258 Kilometer vor uns bis zu unserem Feriendomizil. Und da werden wir jetzt hinfahren. Let's go. Als kleinen Autobahn-Snack gibt es hier ein bisschen Studentenfutter. Ist auch immer relativ cool. So Leute, wir sind mittlerweile auch schon in Italien bei unserer Wohnung angekommen, waren schon in der Wohnung und werden jetzt eine Kleinigkeit einkaufen gehen, damit wir auch was zum Essen haben. Let's
Go! So Leute, der Einkauf wurde erfolgreich durchgeführt. Und wir werden jetzt zu unserer Wohnung laufen. Und noch etwas zum Essen machen. Ich zwar jetzt nicht mehr auf der Autobahn, aber ich denke, das gehört noch in das Video mit rein, wie wir angekommen sind und so. Und ja, dann sieht man sich beim Essen. Und wir sind auch schon drauf und dran, das Abendessen vorzubereiten. Und zwar wird es Spaghetti mit Zucchini, Tomatensauce und Käse. Und dann würde ich sagen, sieht man sich, wenn das Essen fertig ist. Somit haben wir das letzte Essen dieses Videos. Sieht echt mega gut aus und irgendwie sieht es so aus, als ob ich Sonnenbrand hätte, aber ich habe keinen Sonnenbrand. Nice. Und die Portionen sind beide leer gegessen. Und damit kann ich jetzt auch das Video beenden. Die Lichtverhältnisse sind nicht mehr ganz so gut, weil es schon ziemlich spät ist. Wir haben es jetzt schon 9. Also es wird so langsam schon dunkel. Und dann lässt sich nur noch sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall jetzt mal eine positive Bewertung da. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da, haut rein und tschüss. Lately, I just need to clear